Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castle Crashers in der Schneewelt. Ja, letztes Mal haben wir ein Level mit Vollmond gespielt. Ein sehr schönes Level. Vom Aussehen auf jeden Fall. Auch von der Musik her sehr schön. Hatten wir schon mal. Und jetzt sind wir plötzlich beim Schnee angekommen. Die werfen mit Schneebällen. Was ist das denn hier? Bin ich für eine Schneeballschlacht gerade? Nee, eigentlich. Muss jetzt nicht sein. Ich will für eine Giftschlacht. Ich bringe euch... Au. Erstmal bringe ich euch wohl jemanden, den ihr abwerfen könnt. Oh, Level Up. Sehr schön. Das bedeutet, am Ende des Levels wieder Punkte verteilen. Die Skills zu erhöhen. Wahrscheinlich Verteidigung. Ja, wie viel Schaden machen die? Ich will es gerade eigentlich nicht rausfinden, ne? Schlag mal zu. 31. Oh, oh, die haben eine Waffe. Die haben eine Waffe, die haben eine Waffe. Au. Au. Ich kann es gerade nicht sehen. Ah. Okay, was das für eine Waffe ist, werde ich später gucken müssen. Konnte ich jetzt leider nicht feststellen. Ich werde irgendwie nach diesem Level oder so mal beim Schmied gucken müssen. So. Oh, ich denke, ich werde nach diesem Level wieder auf Stärke skillen. Oder auf Agilität. Na, oh, Stärke. Da ist der Button zum Blocken. Merk es dir. Da ist er. So. Fällt mir ein, diese komische Stockwaffe, die ich habe, die haben wir doch auch, oder? Wollte ich die nicht eigentlich mal benutzen? Gucke ich vielleicht alles nochmal nach oder so. Oh, da habe ich einen richtig... Da habe ich eine richtig Gartenecke. Oh, schade. So, kann man hier die Bäume kaputt machen oder so? Sieht nicht so aus. Ui, what the... Ui, 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 ui. Ich würde gerade gerne mal ein bisschen durch, um das zu machen. So, perfekt. Jetzt habe ich nämlich einen Ort geschaffen, an dem ich kämpfen kann. Und ich muss gleich meinen Trank benutzen. So. Die sollten tot sein. Und zwar alle drei. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ups. Ich habe eine neue Methode gefunden. Ich setze mir einen Angriff ein und blocke. Geh kaputt. Dankeschön. Nächster. Es geht immer super, dass man diese zwischen dem Bildschirmrand und ja, seinem Schwert hin und her crashen lässt. Crashen, verstehst du mal? Castle Crasher. Komm, ich mache jetzt auch noch gleich platt. Und... Oh, ich sehe, ich bin fast tot. Ui. Die ganze Zeit gar nicht auf mein Lebensanzeige geachtet. Gut, dass da Fleisch lag. Und gut, dass ich nicht nochmal getroffen wurde. Das hätte schon reichen können. Uiuiui. Ach du Scheiße, was geht denn hier wieder ab? Hm, das war schön.
Ich liebe es, wenn sowas funktioniert. Ist vielleicht ein bisschen broken, aber hey. Die Gegner halten immer noch eine ganze Menge aus. Da darf man sowas. Na, ich werde echt einen Trank brauchen. Diesmal wirklich. Na komm. Euch bei der erwische ich aber vorher noch. Dich hier. Und dich da hinten. So. Geld. Ich sollte vielleicht das Gamepad mal ein bisschen weiter nach unten halten, sonst hört man wieder die ganze Zeit, wie ich auf die Tasten immer. So. Das Gamepad so halb neben das Mikro halte, hört sich jetzt so an. Wäsche auch die ganze Zeit nur einen Button dabei eigentlich. Funktioniert ja. So. Sollte man aber vielleicht nicht tun. Voll unprofessionell und so. Scheiße, Professionalität. Bin ich der Professor, ich der professionell sein muss? Warte, Professor, ich ist nicht professionell. Und wieso überhaupt Eich? Komm, ich hol die von diesem scheiß Turm runter. Ah. Und da. Nein, hör auf damit. Ich denke immer für eine Sekunde, ich mache 60 Schaden. Weil erst 6 und dann 18 steht das sehr, sehr schnell hintereinander. Sieht aus wie, ja, 68. Es wäre schön, so viel Schaden zu machen, aber vielleicht auch ein bisschen zu viel. Finde ich gerade ganz gut, wie der steht. Also so zu kämpfen ist mal eine andere Methode. Auf diese Weise werde ich höchstens gewinnen können. Ja, sag ich doch. Na gut, der ist platt. Sehr schön, kommen wir ja doch noch ein bisschen voran hier. Oh, Häuser. Oh, Bonbons. Bonbons, lecker. Au! Das war nicht nett, ich wollte nur die Bonbons klauen. Die einfach so draußen rumliegen. Das sind wohl alles Bonbons. Ah! Manchmal möchte ich mich von meiner eigenen schlechten Witze aufhalten. Naja. Und da nochmal. So. So. Und auf. Au. Okay. Das war's. Kann ich in die Häuser irgendwie rein? Ich glaube nicht, ne? Nein. Wäre auch zu einfach gewesen. Hey, Pinguin. Pinguin. Oh, Bonbons. Bonbons. Dum, 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 dum. Ich mag es irgendwie echt, die Gegner so einmal über den gesamten Screen zu bashen. Ungefähr so. Das macht einfach Spaß. Ja, könnte man das nur ewig fortführen. Ist das. Und das. Und das. Und das. Und das nochmal. Au. Aua. Ja.
Okay, einer noch. Es ist gerade nicht sonderlich spannend mit den ganzen Gegnern hier, aber naja. Solche Passagen muss es halt auch immer mal geben. Oh, ein schönes Haus. Und hier hinten ist nichts. Da muss ich da oben hin. Stopp. Ich will mal kurz zurück. Ich glaube, da was gesehen zu haben. Mist. Ich will mal die Stärke maximieren bis zum Ende. Scheiße. Ich glaube, ich habe da am Ende noch was gesehen. Ah, das ist jetzt blöd. Da war nämlich vor der Höhle ein Schild und ich glaube, da war ein Horn drauf. Ah, das ist jetzt doof. Hätte man bestimmt noch was kriegen können. Irgendwas, keine Ahnung, vielleicht eine Waffe. Okay, was ist das hier? Schön. 600 Münzen. Schlacht. So ein Metzgerbeil. Auch schön. Was ist das hier? Pazzo, hilft dir, vergrabene Schätze zu finden. Na gut, den brauche ich nicht. Ah, aber die Waffen sind interessant. Interessant. Heiß genug für dich? Dieses Outfit kratzt. Kann ich mir vorstellen. Dann mache ich das Level jetzt nochmal? Habe ich auch nicht so große Lust zu. Was ist denn das hier? Eisschloss. Ja, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das mache ich vielleicht später mal, noch so irgendwie am Ende, wenn ich ein bisschen stärker bin, weil dann geht es halt ein bisschen schneller. Kann ja jeder selbst mal ausprobieren, der Spiel hat, was man da so findet. Werde ich jetzt nicht machen, mache ich später. Wow. Ah, ich sehe, da sind Schatten auf dem Boden. Ups, das war knapp. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier. Okay, jetzt ist hier liegen ja Sachen. Ja, komisch. Naja. So, machen wir gerade. Hier. Yay! Volles Risiko! Hier, Tiefkühlkost und so, ne? Hey, ich bin echt gut durchgekommen. Nö. Stopp, was? LOL. Die Waffe schwächt unsere Magie, aber erhöht stark Agilität und Stärke. Magie und Verteidigung senke ich dadurch theoretisch ja auch wieder. Und hier war gerade irgendwie so ein Eistypi mit einer blauen Prinzessin, habe ich glaube ich kurz gesehen. Ich war aber gerade auf die Waffe fixiert. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir erstmal hier... Jetzt ist es sowieso weg. Egal. Machen wir hier weiter. Was heißt das hier? Pfeil, Schild, Ohr, Sprung? Keine Ahnung. Ah! Wow! Ah, ich meine immer das Falsche. Ah, jetzt verstehe ich. Muss ich gerade mal leiser sein? Okay. Okay, habe ich verstanden, das System, was wir gerade hatten. Da musste man hören, welches Geräusch kam, entweder dieses von dem komischen Eistypen. Oder halt dieses Geräusch der Pfeile. Und je nachdem muss man halt entweder den Schild benutzen oder springen. Also ausweichen im Grunde. Das, was wahrscheinlich was diese Schilder sagen sollten. Deshalb das Ohr. Verstehe. Verstehe. Sehr interessantes System. Gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Ist aber... ja... bisschen... oh, weiß auch nicht. So, dieser Eistyp behauptet, ich weiß, der nächste Bossgegner. Oh, sogar mit einer neuen Prinzessin. Ja. Was kannst du denn so? Teleport. Und auf den Sack kriegen. Das war jetzt irgendwie nicht so schlau.
noch was. Okay, der ist schwach, mir scheint. Zumindest hat er bisher noch nicht viel machen können. Oh! Okay, er kann auch was anderes. Da muss ich nur aufpassen. Die rutschen hier so blöd rum. Okay, man kann auf dem Boden auch sehen. Oh, das ist neu. Man kann auf dem Boden sehen, wo er irgendwie diese Eisdinger. Ups, genau das machen wird. Wenn er das auflädt. Wir sehen ja wieder die Schatten von den Teilen. Ja. Okay, das macht er scheinbar nur auf seiner Ebene. Der Typ ist komisch. Ich komme so schlecht an ihn heran. Genau da. Da sieht man jetzt, dass der Boden so ein bisschen rissig wird. Und genau da scheinen diese Eisklötze hochzukommen. Ist natürlich gut. Aber da ich sowieso nur auf Sprungangriffe dann gehe, ist das... mich nicht so wichtig. Der Boss ist gar nicht mal so schwer, glaube ich. Es ist so echt ätzend, weil man hier so viel herumrutscht. Kann ich vielleicht mit Magie ein bisschen mehr Schaden machen? Ich glaube nicht. Ah, 13. Ups. Ui, das war knapp. Oh, ich komme einfach nicht so an ihn heran. Wie lange kommen denn diese scheiß Dinger da von der Decke runter? Da kann ich ja nicht stehen bleiben. Wahrscheinlich ist genau das der Trick hier, dass man halt kaum stehen bleiben kann. Ohne von so einem Eisklotz getroffen zu werden. Ja, jetzt kommst du wieder und holst dir, genau. Eiszapfen, oh Gott. Er ist jetzt nicht unbedingt stark oder so. Ich finde, da kommt man so relativ gut durch, aber er nervt. Genau wegen diesen Eisdingern. Ohne die, also die Eisklötze von oben. Ansonsten wäre das echt einfach. Und er teleportiert sich die ganze Zeit, während ich hier auf dem Eis rumrutsche. Das Problem ist echt, dass diese Eis... dass die fallenden Eiszapfen einen auch in der Luft erwischen können. Ups. Oh, ich hasse diesen Boss. Ich hätte mir doch das andere Schwert gerade nehmen sollen. Dann wäre ich ein bisschen schneller und hätte vor allem mehr Stärke. Und mehr Stärke heißt mehr Schaden. Nimm das. Ach, dann nee. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn echt nicht. Gibt's auch nicht. Oh Gott, stopp, stopp, stopp. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich mal die Chance gehabt, ihn perfekt zu treffen. Dann treffe ich ihn nicht. Ah, scheiße. Das war jetzt nicht so gut. Zum Exakt ziemlich schlecht. Oh, dann bin ich nur erwischt. Das war ziemlich schlecht. Ich treffe ihn nicht. Noch drin. Okay. Ja, komm. Ich wollte gerade sagen, lass die Eisklötze wieder regnen. Haben wir sonst nichts zu tun. Ich wiederhole mich, aber... What the fuck? What the hell? Alter. Was ist das denn? Alter. Wie soll ich denn da zum Angriff kommen? Könntest du bitte mal einen anderen Angriff machen? Er lacht immer einmal, wenn er einen Angriff gemacht hat, aber trotzdem. Jetzt macht er echt nur noch einen Angriff. Wie scheiße ist das denn? Und ich kann ihn immer noch nicht treffen. Warum auch immer. Scheiß die Wand und der ist schwer. Also, na, nicht schwer, nur echt.
Jetzt macht er echt nur noch diesen einen verkackten Angriff. Ich glaub's nicht, das nervt. Aber auch hier wäre es wahrscheinlich einfacher wieder, wenn man zu zweit wäre, weil dann der eine die ganze Zeit von den Eisklötzen verfolgt wird und der andere angreifen könnte. Ja, dieses Spiel ist definitiv für mehrere Leute gedacht. Komm, komm. Yay. Wie viel denn noch? Das gibt's doch nicht. Kicker, nein, wieder nicht getroffen. Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Au. Nee. So nicht. Neue Strategie, schieß mit Gift geschossen. Ich treffe aber immer noch nicht. Nee. Nee, nee, nee. So wird das nix. Alter. Ich komme gerade voll nicht drauf klar. Das nervt einfach nur. Oh, könntest du jetzt bitte mal sterben? Rutschen. Ich hasse Eis. Ah. Nur zum Essen gut. Oh, ich habe ihn erwischt. Und wieder diese Ironie. So wie diese Medusa versteinert wurde, friert er ein. Und es gibt Geld. Dankeschön. Oh, das war schlimm. Das war richtig schlimm. Am Ende. Das Geld einsammeln ist auch nicht einfach. Mit dem Rumgerutsche hier. Nein, auf zu verschwinden, Geld. Ich brauch dich noch. Na, scheiße. Bisschen was ist verschwunden. Naja. Das war Prinzessin Nummer 2 oder 3. Ich glaube Nummer 3, oder? Eine am Anfang bei den Barbaren, dann die grüne, glaube ich, war es auf der Hochzeit und jetzt die blaue. Ja, ich glaube, das muss die dritte gewesen sein. Sehr schön, und was haben wir hier? Abflug des Zauberschlosses. Interessant, das werden wir aber erst beim nächsten Mal machen. Ich fülle mal meine Tränke auf. Na gut, passt aber noch. Ja, sehr schön. Und eine Sache möchte ich jetzt noch machen. Ich habe doch hier, genau. Schmied. Wir hatten irgendeine Waffe noch gefunden, die ich mir angucken wollte. Die kennen wir schon. Die weiß ich nicht, ob wir die schon kennen. Hey, die ist nice. Eine Magierwaffe. Die hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Genau, die erinnere ich mich auch noch. Die macht uns so langsam, genau. Die hier haben wir vorhin, glaube ich, gesehen, die ich noch nicht ausprobiert. Oh, geil. Bin ich wieder ein bisschen langsamer. Und die hier, genau. Ja, nee, nehme ich, glaube ich, lieber die. 5 Schaden und 2 Magie. Ja gut, für mich wäre ziemlich langsam. Bedeutet, ich sollte die nächsten Level-Ups vielleicht in Magie investieren. Und die haben wir vorhin gehabt, glaube ich. Sieht auch nicht schlecht aus. Und der Brokkoli. Ich liebe den Brokkoli. Er sieht einfach... Ich meine, hallo, wir kämpfen mit einem Brokkoli-Schwert. Naja, wo war die Waffe jetzt, die ich nehmen wollte? Da. So. Mit der werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal demnächst ein bisschen kämpfen. Und wir sind Level 28. Wow. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir noch irgendwas gehabt? Nee, ne? Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich vielleicht dieses eine Level nochmal mache, um Zorn zu benutzen. Naja. Das war's dann erstmal für heute von Castle Crashers. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder beim... ganz weit weg. Beim Abflug des Zauberschlosses. Bis dann. Ciao.